Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß. So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Es ist wieder Donnerstag, ein neues Wettbrötchen liegt frisch vor uns und wir schauen auf das Wochenende. Hallo Hadi. Salam alaikum. Und hallo Was Basti. Gute und Grüße. Wir sind wieder vollzählig und freuen uns, mit euch in die in das neue Wochenende zu starten. Und wir schauen mal, ob es diese Woche wieder so kontrovers wird wie letzte Woche, weil wenn ihr als Hörer, die wahrscheinlich auch die ein oder anderen, naja, ich sag mal, wettaffinen Neigungen haben oder wenigstens Interesse daran haben, letzte Woche euch ein bisschen in den sozialen Medien umgeschaut hat, werdet ihr wahrscheinlich sehr, sehr viele Screenshots gesehen haben von geplatzten Scheinen. Und diese Screenshots hatten alle eins gemeinsam. Das einzige Spiel, was nicht aufgegangen ist, war der FC Valencia gegen Real Madrid. Hadi, wie sah dein Schein aus? Mein Schein sah so aus, wie das Spiel eigentlich auch ausgegangen wäre. Ja? Herr Gil Manzarano Mazzano oder wie auch immer du, keine Jesus, Ahnung, die Pfeife. Jesus Gil Manzano. Jesus. So heißt der Bruder aktuell. Boah. Also, falls ihr es dann doch nicht mitbekommen habt, Real spielt im Mestalla, holt ein 2:0 auf und in der letzten Minute gibt es erst eine Ecke für Real, dann ein Nachfolgeangriff über die rechte Seite und in die Flanke pfeift der Mann ab. Daraus, also es ist dann ein Tor gefallen. Ja, es war der Siegtreffer. Für Real. Aber der Pfiff ist dann schon passiert und damit ist das Spiel unentschieden ausgegangen. Und das hat für tumultartige Szenen gesorgt, könnte man sagen, auf dem Platz und auch in vielen, vielen Köpfen vor dem Fernseher. Habt ihr die Szene gesehen, Basti? Hast du die Szene gesehen? Ja, ich habe die gesehen. Wir haben die auch schon ausführlich in diversen WhatsApp-Gruppen diskutiert. Und es gab ja tatsächlich kontroverse Meinungen, was mich dann am Ende überrascht hat, weil für mich ist das schon zumindest am Rande der Skandalosität. Am Rande? Am Rande, pass auf. Ich finde, das ist mittendrin. Die kontroverse Meinung kam meistens von Leuten, die den FC Barcelona bevorzugen. Ja, aber ich habe auch andere gesehen, die gesagt haben, okay, also ich versuche jetzt mal, es spiegelt jetzt nicht meine Meinung wider, aber zumindest versuche ich mal, die Argumente weiterzugeben. Das ist immer gut, wenn man vorher sagt, das spiegelt nicht meine Meinung wider. Ja, weil, guck mal, die Leute sagen halt, der Eckball war die letzte Aktion. Und der Eckball ist ja ausgeführt worden. Meiner Meinung nach greift das aber dann doch nicht, weil dann muss er halt direkt abpfeifen. Genau. Also ich verstehe dann die Zeit zwischen neuer Flanke und ausgeführtem Eckball nicht. Also du kannst meines Erachtens sagen, der Eckball ist die letzte Aktion, wenn der Eckball danach wirklich geklärt worden ist, wenn der Ball irgendwie, keine Ahnung, 30 Meter vom Tor weg ist. Ja, oder du pfeifst halt, du musst dann halt direkt abpfeifen, dass dann gar nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht. Ja, dann musst du den Eckball nicht ausführen lassen. Die klären ja die Ecke. Ja, aber doch nicht weit genug. Das ist doch immer noch Angriffsmodus. Ja, eben. Die klären die Ecke. Der Ball kommt auf außen. Brahim Diaz hat den Ball. In dem Moment, wo Brahim Diaz den Ball am Fuß hat, guckt der Gil auf seine Pfeife, will sie heben, hebt sie nicht.
Die Flanke kommt. Hast du Frame by Frame gemacht? Die Flanke kommt. Und dann pfeift er mindestens eine Millisekunde, bevor Jude Bellingham das Ding reinköpft. Also, das ist ja das, was ich meine. Also die Argumentation zu sagen, ja, die Ecke war halt die letzte Aktion, dann musst du halt dann auch direkt, wenn die Ecke verpufft, abpfeifen und kannst nicht diese paar Sekunden lassen, in dem dann quasi die neue Situation entsteht. Also es macht keinen Sinn. Der hat dann vor allem der Ball ist ja dann noch in der gefährlichen Zone. Ja, also ich sehe es auch. Das heißt, er lässt ja weiterspielen. Ja. Das sind 4, 5 Ballkontakte noch. Er geht auf die Außen. Er holt aus. Ja, aber ich sag doch, der muss ja da abpfeifen. Eben, er muss da abpfeifen. Da, wo er die Pfeife hebt, muss er abpfeifen. Aber er hebt sie, er guckt in die Richtung, er senkt seinen Arm wieder, er hebt den Arm wieder, der Ball ist in der Luft, er pfeift ab, der Ball ist im Tor. Bist du behindert? Psst. Sag mal, bist du behindert? Psst. Das heißt, herausgefordert. Bist du zu sehr strapaziert in deinen Nerven, Bruder? Was soll die Scheiße? Spiel unentschieden ausgegangen. Und das Schein aus dem Müll wieder rausgeholt und hab gesagt, jawohl, der ist gekommen. Und ich sehe auf einmal, wie Carvajal in den Himmel zeigt und die Welt nicht mehr versteht. Und ich sag, Bruder, ich habe gerade 5 Minuten im Müll gefühlt. Ja. Warum gibt er diesen Treffer nicht? Ja, hat er abgepfiffen. Jude Bellingham war auch nicht erfreut und hat sich dann noch rot abgeholt. Der ist jetzt auch für 2 Spiele gesperrt. Ja, selbstverständlich. Du schießt ein Tor und bist danach für 2 Spiele gesperrt. Ja. Weil du als Schiedsrichter, Bruder, bitte, ich schwöre dir bei Gott, ich habe das gerade wieder vor Augen und ich habe schon die ganze Woche schlechte Laune, deswegen... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich fordere da auf jeden Fall das spanische Fußballgericht da irgendwie, keine Ahnung. Das ist, ey, wirklich bei aller Liebe, ne? Also ich fand's lustig. Ich fand's tatsächlich auch reichlich bizarr und war sehr, sehr froh, dass ich nicht unmittelbar betroffen war. Aber als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, das kannst du nicht bringen. Das ist halt, das geht halt nicht. Aber auf der anderen Seite. Was erleben wir Woche für Woche in der Bundesliga für merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen? So, keine Ahnung. Regt mich ja jede Woche auch massiv auf. Und da bin ich sogar betroffen. Unmittelbar. Der Bruder hat doch, der Schiedsrichter, ne, man muss schon sagen, ich habe eigentlich extrem viele Sympathien für ihn gehabt. Einfach aus dem Grund, gut, okay, jetzt nicht wegen seinen Entscheidungen oder so, ne? Das war übrigens, was man sagen muss, das war unser Halbfinal-Rückspiel-Schiedsrichter in der Euroleague gegen West Ham. Und da hat ja alles gepasst. Aber es ist wie mit, keine Ahnung, wie mit der Liebe, irgendwann hast du andere Meinungen, andere Ansichten. Und dann ist dann halt einfach so ein Schiedsrichter plötzlich nicht mehr ein guter Schiedsrichter. Ach so, das wird dann, da bin ich ja mal gespannt, wann das bei euch bei Zweier passiert. Wie war jetzt bei Zweier und ich sind viel mal zusammen. Alter. Nein, Mann, Felix, Bruder, hat uns den wieder... Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die BFFs. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nein. Felix Zweier... hat eine ordentliche Partie gepfiffen. Ja, ja. Der hat eine ordentliche Partie gepfiffen, genau. Felix Zweier hat regelkonform auf Ecke entschieden. Das war halt auch nicht das Standbein, also sorry. Alter. Eben. Das war nichts. Ja. Habt ihr Stieler gesehen am Wochenende bei uns? Nee. Erstmal, dass er den Tritt von, also dieses Foul von Thielmann überhaupt nicht wahrgenommen hat, war schon bizarr genug. Und dann, dass wir zum zweiten Mal hintereinander zu Hause einfach keinen Elfmeter bekommen, wo einfach ein Stürmer von uns von hinten umgewämst wird. Ich meine, Basti, du hast das gegen Bremen gesehen mit dem Torwart, ja. wo du noch geschrieben hast, wie kann das kein Elfmeter sein. Jetzt gegen Leverkusen genau das Gleiche. Gibt keinen Elfmeter. Und wird auch nicht nachgeguckt. Aber ja, so ist das. VAR for the win.
Alles richtig gemacht. Bundesliga. Fußball. Fußball insgesamt. Fußball hat in den letzten 25 Jahren alles richtig gemacht. Ja, sieht man doch. Ja, sieht man wirklich. Hab heute gelesen, ich habe heute gelesen. Zweite Liga, ja. Zum zweiten Mal die zweite Liga hintereinander. Nicht hintereinander, aber jetzt in kürzester Zeit mehr Stadionzuschauer als die Bundesliga gehabt. Sogar relativ deutlich. Letzten Alter, Spieltag. Schalke und Hertha, ja. Jo, die stimmt. Hatten im Schnitt 6.000 mehr. 100.000 in den letzten zwei Schalker Spielen. Das ist auch geil, ne? Irgendwie. Die sagen halt auch einfach, ja, ist halt so. Wir gehen halt weiterhin. Wie ich habe ja auch gelesen, wenn Schalke... Wundert euch das? Nee. Nö. Aber geil ist trotzdem. Und wenn du dir dann anguckst, was Osnabrück da abgezogen hat in Hamburg, die da halt einfach mit der kompletten Kapelle angekommen sind. Und wenn ich mir dann angucke, wie irgendein Europapokal-Aspirant aus dem nördlichen Baden-Württemberg auswärts fährt. Ja. Alles gesagt, oder? Ja, ich finde ehrlich gesagt schon, dass das jetzt langsam auch in der breiteren Öffentlichkeit landet. So gerade die Diskussionen um Fernsehgelder, um Investoren, um 50+1, um wahre Zuschauer. Es wird deutlich, dass die Bundesliga sich irgendwann Gedanken machen muss. Und es wird dann immer argumentiert, ja, die Bundesliga hat halt jetzt so Exoten wie, keine Ahnung, Union Berlin, Heidenheim und Bochum drin. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende nicht der Hauptdiskussionspunkt ist, sondern dass die halt jahrelang einfach zuschauerschwache Vereine geduldet hat, die da auf illegale Weise reingekommen sind. Und wenn dann halt auch noch so Exoten dazukommen, dann hast du die Hälfte der Bundesliga, die keine Fans haben. Also jetzt überspitzt gesagt. Und dann kommt sowas dabei rum. Dann wird gesagt, ja, Schalke, die machen noch schlechte Arbeit. Yo. Wolfsburg auch. Nur bei Wolfsburg ist es egal. Jo. Wolfsburg macht auch schlechte Arbeit. Ja. Wahrscheinlich sogar noch schlechtere als Schalke. Ja. Zu den Voraussetzungen. Ja. Weiß ich nicht, aber. Nee, das ist ja so dieses Ding. Das klingt irgendwie wie eine Diskussion, keine Ahnung. Es gab vielleicht mal irgendwelche Bars, wo du gerne hingegangen bist und dann kamen immer mehr Idioten dahin. Und dann sagen die Idioten zu dir, ja, aber die hier vorher waren, was sind doch Alkoholiker gewesen. Dann sage ich, ja, ist beides wahr, trotzdem würde ich lieber mit denen hier gerne sitzen. So, was mit den Alkoholikern, lalalalalalalala. Ja, so. Ja, natürlich, safe. Noch lustiger, voll. Alter. Voll. Ich will lieber ein chaotisches Schalke in der Bundesliga haben, ist mir doch egal, ob die gut. Ich sitz doch, das verstehe ich auch nicht, sitzt irgendjemand zu Hause, also diese Argumentation fällt dir öfter, ja, die leisten doch gute Arbeit, sitzt irgendjemand daheim und sagt, hier, Margret, ich bin ganz schön emotionalisiert. Ja, warum denn? Was ist denn los? Hier, die leistet ganz schön gute Arbeit. Da schalte ich dir die ganze Zeit ein. Was ist das für ein Argument überhaupt? Ich weiß nicht. Sollte man mal über das Argument sprechen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass sich der Konsum des Spiels in den letzten Jahren auch deutlich Richtung Sportlichem verändert hat. Dass da viele Leute mit so einem Pseudo mit so einem, ja, ich will nicht sagen Pseudo-Wissen, aber mit so einer elitären Arroganz dran gehen und sagen, boah, guck mal, was der für X-Werte hat, guckt euch mal an, wie der und der spielt, guckt euch mal an, wie die Mannschaften ihre Restverteidigung aufbauen und so weiter. Dieses gefakte Nerdwissen. Ich weiß genau, was du meinst, aber selbst das nicht gefakte Nerdwissen verfängt doch nicht. Wo findet das denn ja, statt? Ja, das weiß ich nicht. Findet vielleicht im Internet statt. Ja, das kann sein. Ich weiß es das ja nicht. Ich weiß, bei mir im Stadion und bei mir in meinem Umfeld findet es nicht statt. Ja, also. Und es findet ja dann auch trotzdem nicht statt. Also, wo denn? Also, wo soll es stattfinden außer im Internet? So, das ist, im Endeffekt ist jo, ja auch vielleicht okay. Vom Fernseher. Ich weiß es nicht. Auch nicht bei den normalen Fernsehzuschauern. Über was wurde denn in den letzten Jahren in Deutschland so großartig über die Grenzen vom eigenen Verein hinaus geredet? Das sind schon dann, natürlich ist es immer Bayern, es ist immer Dortmund, das war die Europapokalzeiten von Eintracht so, da war die Eintracht dann auch plötzlich letztes überregional Jahr bekannt. Letztes Jahr Union war glaube ich auch so, europaweit irgendwie Thema.
weil die halt auch überall Leute mit hingebracht haben. Und weil haben. Die eine Geschichte erzählen hier vom Verein, so. der sein Stadion auch von Mitgliederhand selbst renovieren lässt, weil kein Geld da ist. Und sich ja, halt, weil es echt ist. Ja, genau, weil es echt ist. Richtig. So, ich glaube, darauf kann man es runterbrechen. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass diese authentischen Geschichten viel besser rüberkommen und dass die Bundesliga deswegen ein Problem bekommt. Ich glaube, was früher so funktioniert hat, dass irgendwelche Leitmedien Dinge gepusht haben und dann war das halt irgendwie Mainstream verankert, das funktioniert nicht mehr. Hoffentlich ist halt das auch so. Viel mehr Möglichkeiten gibt. So, jeder Johnny kann irgendwie sein Handy nehmen und irgendwas erzählen. Und ich glaube auch, dass die Bundesliga irgendwann ehrlich sein muss, weil diese Dinge, die sie sonst immer macht, halt auch bei diesen Fanprotesten nicht funktioniert haben. Das heißt, hier, du schickst mal ein paar Bildzeitungsleute los, ein paar vom Fokus und bla bla bla, dann kriegen wir das schon eingefangen. Nee, klappt nicht. Und was es halt bräuchte, ist genau so eine breite Debatte wie bei den Investoren jetzt darüber. Die Bundesliga wird blockiert und einer davon wird jetzt Meister von 4 Vereinen, für die sich keiner interessiert. Und die Leute nicht mal hassen, sondern die Leute einfach probieren zu ignorieren, soweit es halt möglich ist. Die freuen sich sogar, weil man sagt, ja, die Bayern sind jetzt nicht mehr Meister. Also darauf, ich finde, die unterdrücken das selber, so die Tatsache, dass das halt genau so ein Plastikscheiß ist, ne? Um es mal so plump auszudrücken. Ja, aber ich glaube auch, dass das nicht hilft. Also das ist ein vielleicht nicht, dann mal auf gar keinen Fall. Kurz interessant, wie, oh, guck mal, da brennt ein Haus. So, aber das ja. Haus ist dann halt ab, also das... Ja, nein, also im Endeffekt ist es so, ey, ich fühle dich, ich fühle dich 100%. Es hat einen Sensationswert. Oh, Leverkusen wird Meister. Eben, und da aber wird das drumherum dann vergessen. Sitzen, niemand wird zu Hause sitzen und denken, ah, das hat jetzt für einen langfristigen Effekt bei mir als Bundesliga-Konsument gesorgt. Das finde ich aber jetzt toll, ich bleibe ich da dabei. Nein. Das ist vielleicht jetzt mal interessant. Oh, guck mal, Bayern wird nicht Meister. Newsflash. Aber eben. Im Endeffekt, mehr als eine Kortisonsalbe ist es auch nicht. So, hilft nicht langfristig. Also, ja, gut. Ja, ich bin gespannt. Wie ich hoffe, dass durch diese Geschichten wie weniger Zuschauer in der Bundesliga als in der zweiten Liga und diese Investoren, das muss jetzt am Laufen gehalten werden. Man muss jetzt eigentlich diese Aufmerksamkeit ausnutzen und sagen, ey, in der Bundesliga läuft seit Jahren was falsch. Und das ist ja nicht nur der Teil der Plastikvereine, sondern auch die Geldverteilung und so weiter. Du hast ja in der Redaktionskonferenz gesagt, Bayern München hat schon wieder über 100 Millionen in der Champions League eingenommen. Was jo. Für ein Wahnsinn, ne? Dann sollen die sich hinstellen und dann quasi Köln, Gladbach und Frankfurt vorwerfen, ja, die müssen halt besser arbeiten oder was. Ja. Also, das ist ja das nächste Problem, dass dieses System innerhalb der Liga halt einfach, ja. Ja, deswegen ist meine Hoffnung, dass endlich die Super League kommt. Go! Ja. Verpisst euch! Nehmt Leipzig und Dortmund mit und Leverkusen gerne. Wolfsburg und Hoffenheim. Ja, die werden, die Super League ist ja nicht doof. Was wollen die? Ja, aber Wolfsburg dann bleiben wir in der Bundesliga hängen, Alter. Ja. Ja, aber so, ja, vielleicht wird's für die dann aber auch uninteressanter und dann für die Werke und für, ja gut, für Hoffenheim halt nicht, weil Dietmar Hopp ist Dietmar Hopp. Aber vielleicht wird's für Volkswagen uninteressanter, dann in der Bundesliga zu investieren. Weiß ich nicht. Ja. Das würde ja bedeuten, aber dass die Bundesliga komplett uninteressant wird. Findest du? Fakt ist, die Weiß Bundesliga ist gerade aktuell extrem uninteressant. Also mir wird nichts fehlen, wenn Bayern, Dortmund und Leipzig nicht mehr in der Bundesliga sind. Aber ich finde es spannend, Hardy, du sagst gerade. Wie empfindest du das denn? Du bist also ja jetzt auch nicht seit gestern Bundesliga-Fan. Wie empfindest du denn, du bist ja auch jetzt jemand, der unabhängig von Eintracht auch gerne irgendwie dich über Fußball informierst und tippst und voll. Der Spieler und der schießt Tor und so. Wie empfindest du denn die Bundesliga? Ich bin der Meinung, das ist die schlechteste Bundesliga-Saison, die ich in meinem Leben erlebe. Es gab die Saison, wo, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Braunschweig war, die bis zum letzten Spieltag noch eine Chance hatten auf den Klassenerhalt, oder Paderborn. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, oder tatsächlich war das sogar Fürth. Einer von diesen drei Vereinen hatte auf jeden Fall am 34. Spieltag noch die Möglichkeit, also die Klasse zu halten. Braunschweig muss schon ewig her gewesen sein. Ja, ja, safe. Das war, da hat Cutlets damals noch bei Armin Fever Trainer bei der Eintracht.
Und das war nicht Braunschweig. Doch, mit Kumbela im Sturm. Dann, hat Braunschweig ja das letzte Mal Bundesliga gespielt. Ja, wann war Armin Fee das letzte Mal Eintracht-Trainer? Das ist beides lange her. Okay. Also Braunschweig hat auf jeden Fall Bundesliga gespielt. Da haben die sogar noch 3-2 gegen den HSV gewonnen und jeder hat gedacht, ach scheiße, bleiben die vielleicht sogar drin. So, auf jeden Fall war das so diese Saison. Ich bin mir gerade nicht sicher. Einer von diesen drei Vereinen hat sich auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag noch die Karte bereit gehalten, die Liga tatsächlich zu halten. Da habe ich schon gesagt, wie schlecht sind diese Mannschaften, die da unten stehen. Dass die einfach nicht absteigen. 10 Spieltage vor Schluss. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich sage, so wie das jetzt gerade, also wie die Bundesliga gerade aktuell läuft, wie die Spiele ausgehen, was da für Paarungen sind. Ich meine, dieses Thema haben wir jetzt auch schon des Öfteren gehabt hier bei uns. Da spielt dann auf einmal, keine Ahnung, Hoffenheim gegen Leipzig oder Augsburg. Also halt, es ist halt einfach extrem langweilig. Spielerisch ist es schlecht. Und also die Eintracht hat am Sonntagabend die Möglichkeit, trotz dieser Leistung sich bis auf 7 Punkte auf Hoffenheim und wenn Freiburg nicht gewinnen sollte, auf 10 Punkte auf Freiburg abzusetzen. Und das ist dann schon sehr, sehr heavy, wenn man dann sieht, wie schlecht eigentlich die Mannschaften da drunter. Auch Dortmund spielt eine absolut Grottensaison. Leipzig spielt keine gute Saison, wenn man dieses Fußballerische jetzt mal betrachtet. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es die schlechteste Bundesliga, seitdem ich denken kann, seitdem ich Bundesliga gehört habe. Zum Vergleich zu den anderen Ligen, finde ich, hat Spanien und England auf jeden Fall sind die an uns vorbeigejoggt mit den Übungen. Italien ist sogar tatsächlich dieses Jahr an uns vorbeigejoggt. Ist meine persönliche Meinung. Und ich finde tatsächlich auch den Fußball in der Ligue 1, in der zukünftigen McDonald's League 1. Liga, finde ich tatsächlich sogar aktuell interessanter als unsere Bundesliga. Man muss es halt tatsächlich, also ich muss es leider Gottes so ansprechen, weil ich fühle das. Ich sehe das, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass du mit 37 Punkten auf Platz 6 stehst und dass die unten stehen mit jeweils, keine Ahnung, 11, 12, 13, 11 bis 16 Punkten. Elf bis 17 Punkten noch die Möglichkeit haben, überhaupt nach einem Airwaves-Kaugummi fragen zu dürfen, um ein bisschen atmen zu können. So. Ja. Und das ist das, was, ich meine, okay, ey, ich bin vielleicht 2-3 Tage jünger als der ein oder andere von euch beiden, ne? Und, aber das ist halt das, was mich so sehr aufregt, ne? Weil, jetzt mal ganz im Ernst, guck doch mal, man muss ehrlich zu sich selbst sein, wie schlecht und vor allem auch wie uninteressant diese ganze Liga dieses Jahr halt auch ist und vor allem auch sehr, sehr komisch. So, jetzt spielen wir am Sonntag in Hoffenheim und hab mich vorhin tatsächlich kurz mit einem Kollegen unterhalten und ich wusste halt echt wirklich gar nicht, dass Hoffenheim überhaupt gefühlt noch in der Bundesliga spielt. So, was geht bei denen so? Weißt du, da sind 17 Zuschauer sind bei denen dort. Ja, was ist so ein 6-Punkte-Spiel? Deswegen sage ich ja. So, und das, dass wir diese Möglichkeit haben, am Sonntag gefühlt uns einen europäischen Startplatz für die nächste Saison zu sichern, zeigt, und da muss man fairerweise ehrlich sein, egal ob Vereinsliebe oder nicht. Alter, ich weiß nicht, Basti, wie hast du das, als das 1-0 in Heidenheim für uns gefallen ist? Das ist die Bundesliga-Saison für mich. Genau so fühlt sich die komplette Saison für mich an, wie dieses 1-0 gefallen ist. So. Ja, ich kann es komplett nachvollziehen. Das Ding ist, dadurch, dass Axel und ich bei 93 da irgendwie gefühlt seit 7 Jahren drüber sprechen und es eher schlimmer als besser geworden ist, habe ich so das Gefühl, ja, was soll ich zum Beispiel oder soll Axel, was sollen wir denn noch dazu sagen? Deswegen fand es sehr interessant, dass du es auch so empfindest und das war das, was ich meinte vorhin mit einer breiten Debatte. Weil, ehrlich gesagt, wir drehen uns auch im Kreis, so. Weil gefühlt ist das auch auserzählt von unserer Seite. So, ja, so die Bundesliga ist schlecht. Und irgendwie hat man das Gefühl, das sieht keiner.
So, eben. Aber das war doch bei der Nationalmannschaft, war das Gleiche, nur irgendwie mit 4 Jahren, 5 Jahren Vorsprung. Bei der Nationalmannschaft war es ständig so, ja, seid mal vorsichtig, zack, spielt die Bundesliga, die Nationalmannschaft nur noch in kleinen Bundesliga-Stadien. Wolfsburg, Mainz, bla bla. Hat am Anfang auch keiner drüber gesprochen. Ja. Dann ist da alles zusammengefallen und jetzt versuchen sie es irgendwie wieder hinzukriegen. Ich verstehe nicht, dass bei der Bundesliga da nicht zumindest mitten in dem Prozess schon ein Umdenken stattfindet, sondern dass man das halt erst vor die Wand fahren lässt. Das ist halt so. Ich meine, so können wir unser Leben verbringen. So, ja, habe ich aber schleifen lassen. Muss ich jetzt aber mal ran. So. Aber so ist halt passiert, doch. Ne? Ja. So. Ich habe es dir doch vor 3 Wochen schon gesagt. Ja, ich weiß. Ja. Ja, chill, das wird schon. Ja, so, ja. Oh, so können wir unser Leben bestreiten, aber die eigentlich nicht, aber ja. Irgendwie machen sie es. Oh, ich habe diesen Stich in die Rippe gespürt, Basti. Ich habe da mehr mit mir selber gesprochen als mit dir. Also. Ach so, okay. Ich habe ihn nochmal gespürt. Da kannst du uns alle drei in einen Sack stecken. Ja. Aber gut. Aber ich finde, da fällt auch wirklich dann so dieser Satz, den es dann halt auch gibt, ne, was die Liga angeht, Spiele in Mainz, Spiele in Wolfsburg. Das ist halt Fakt einfach, dass Geld regiert die Welt, ne? So, und da wird dann halt einfach so dieses Alter, wenn ich Chef oder wenn ich entscheiden könnte, ich würde sagen, ich krieg keine Lizenz, Allah. Du kriegst nicht diese Lizenz. Dein Geld geht zu diesem Verein. Dieser Verein war Gründungsmitglied. Dieser Verein ist dort seitdem, Allah, da hat noch nicht mal dein Gründer von deinem scheiß Plastikverein. War da Praktikant in irgendeiner Metzgerei oder in irgendeiner scheiß, keine Ahnung, wo auch immer. Dieser Verein soll hoch. Aber nicht du, Digga. Ja, das ist aber dann, das ist schwierig, weil wir müssen dann ja irgendwann mal über so ein Closed-Shop-System nachdenken. Das halt, dass man sich halt wirklich, dass die Bundesliga sagt, so, ja, geht nicht mehr. Wir brauchen andere Vereine. Und das, du willst ja den sportlichen Wettbewerb nicht komplett ausschließen. Er soll nur fair sein. Er soll halt einfach auf einem Even Field stattfinden und nicht irgendwelchen Vereinen irgendwelche Sonderregeln gestatten, die halt einen Wettbewerbsvorteil bringen. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch wieder so eine Geschichte wie halt, keine Ahnung, jetzt die 100 Millionen für die Bayern, die halt den Wettbewerb auch ad absurdum führen. Es ist schwierig, aber so geht's nicht weiter. Aber das ist doch... Du kannst doch das eine nicht lassen, nur weil es noch was gibt. Nee, ich weiß, aber du kannst trotzdem ja nicht sagen, so, ja, deine Wohnung ist unordentlich, dein Schlafzimmer ist unordentlich. Dann ja, kannst mein du Esszimmer auch, aber auch. Dann kannst du halt auch das Wohnzimmer beides nicht auf. Ja. Schon wieder ein Stich in den Hadis Brust. Ich schwöre, ich habe mich gerade rumgeguckt. Das haben wir schon mal gesagt. Ich habe ja eine Autogrammkarte von dir und ein legendäres Foto. Ich glaube, du siehst das, Digga. Ich glaube, du siehst das. Und ich sage, wenn du dann durch die Wohnung läufst. Du läufst dann durch deine Wohnung und denkst, boah, das Zimmer ist aber unordentlich. Und dann gehst du ins andere und sagst, ja, das hier auch. Ja, da brauche ich ja das eine nicht aufräumen. Das ist ja wenigstens konsistent. Passt ja. Es kommt ja eh keiner. Ja, genau, oder? Ja, super Vergleich. Ja, es kommt keiner. Es kommt keiner. Ich könnte wetten, ich schwöre euch, ohne Scheiß. Ne, ich könnte wirklich... keine Ahnung, besorgt mir so eine Quote, besorgt mir einen Wettanbieter und ich wette darauf, dass in den Stadien von Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, Heidenheim habe ich live selber miterlebt, dass in diesen Stadien, ne, an Ecken und Kanten gespart wird, wo keiner drauf achtet. Heißt, wie zum Beispiel der Bobic kam und hat gesagt, Alter, die Büroräume waren hier in irgendwelchen Umkleidekabinen. Das hat keiner außerhalb mitgekriegt. Da so, und in diesen Vereinen wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, dies, das, jenes, die achten dort nicht, ob dort eine Schraube fehlt, weil es denen egal ist, weil der Fokus liegt wo ganz anders. Ja gut, das ist aber beim FC auch so. Da wird auch nicht Fakt ist, diese Bundesliga-Saison, ja, das muss man halt auch wirklich so sagen. Scheiß mal drauf, wegen Bayern oder scheiß mal wirklich drauf, ne? Die Leute, daran siehst du, wie schadenfroh auch irgendwo ein Teil unserer Gesellschaft ist. Ich will keine Apostel spielen oder sonst was. Leverkusen ist Tabellenführer. Ey, die spielen geilen Fußball.
ne? Aber die vergessen das Drumherum. So, die vergessen dieses Drumherum, wie es überhaupt dazu kam, dass Leverkusen heute da ist, wo sie sind. Ja, dafür gibt's ja uns. Eben. Dass wir das eben den Leuten so in die Köpfe eintrichtern. Ob jetzt die Bayern das Nachsehen haben oder irgendwie, ist ja auch egal, ne? Aber die Leute denken zuerst an den FC Bayern, indem sie sagen, ja, Hauptsache nicht die Bayern Meister, ne? Aber dann ist Leverkusen Meister und das ist meines Erachtens schon irgendwo so ein bisschen der Untergang der Bundesliga, ein bisschen der Untergang meiner Kindheit, ein bisschen der Untergang meiner Jugend, ein bisschen der Untergang meines Erwachsenenwerdens, was meine Liebe neben der Musik, meine größte Liebe neben der Musik angeht, was der Untergang ist halt einfach. So, das ist Fakt. Wie Basti schon gesagt hat, ich gehe lieber in die Kneipe und hab da ein bisschen Unterhaltung mit ein paar besoffenen Leuten. An der Stelle schöne Grüße an meinen Bruder Markus. Und es ist auch teilweise schon mittlerweile vorgekommen, dass ich auswärts die zweite Halbzeit irgendwie draußen da am Bierstand verbracht habe. Und das ist halt echt wirklich, wie gesagt, ich bin ein, zwei Tage jünger als euch. Ich will gar nicht wissen, wie es eigentlich wirklich euch geht. Ne? Aber jetzt steigt der FC hoffentlich nicht ab. Aber stell dir mal vor, es passiert. Ja, und das ist ehrlich gesagt ein guter Punkt. Das ist ja noch nicht mal am Ende dieser Entwicklung, die jetzt schon für diese Langeweile sorgt und die jetzt schon dafür sorgt, dass ich nicht mal mehr immer alle Zusammenfassungen von allen Spielen sehe, was früher undenkbar gewesen wäre. Also, safe. Keine Ahnung. Jedes safe. Spiel, jede Zusammenfassung. Jedes Zusammenfassung. Jede Fußballsendung, Doppelpass, Sky 90, alles Mögliche. Alles. Das ist ja noch nicht am Ende. So. Wie du sagst, was, wenn Bochum, keine Ahnung, oder jetzt zumindest Köln absteigen würde und dann Kiel hochkommt, das wird ja alles noch schlimmer. Ja. Axel, du lachst. Ja, ich lache, tatsächlich. Du lachst. Aber siehst du gerade nicht, dass wir uns gerade für dich machen? Ja doch, ich kann das auch. Hab ein bisschen Hoffnung, Alter. Sieh die verdammte Scheiße nochmal zu, dass ihr den dass ihr den verschissenen Klassenerhalt schafft, Alter. Jetzt hast du verfickt weggepiepst, um verschissen zu sagen. Okay. Ja. Sehr gut. Hör mal, wenn's nach mir geht, würde ich sagen, gerne. Wir gucken mal. Vielleicht reden wir nach der Länderspielpause noch mal weiter. Bis dahin wird's auf jeden Fall schwierig. Aber wir müssen den Blick nach vorne werfen, denn am Wochenende gibt's natürlich auch wieder von unserer Seite Tipps rund um die Bundesliga und rund um den Fußball. Und Hadi hat's eben schon angesprochen, unser Tipp der Woche ist diesmal tatsächlich Eintracht-lastig. Denn das 6-Punkte-Spiel am Sonntag zu Hause gegen Hoffenheim ist wahrscheinlich somit das interessanteste Spiel an diesem Wochenende. Und das sagt auch schon einiges aus, Basti. Ihr seid trotzdem optimistisch. Ja, also dadurch, dass Hagi Bogart ja zu uns in die Sendung dazugekommen ist, haben wir gedacht, wir gehen heute mal komplett neue Wege. Hat uns so ein bisschen inspiriert, alte Muster fallen zu lassen. Und das passiert ja heute, kann ich jetzt auch schon mal vorweggreifen, dass es im Straßenscheid gegen Axels Willen passiert ist und im Tipp der Woche gegen meinen Willen. Wir tippen einfach mal unsere Vereine und wir tippen das auf optimistische Weise. Weil Hagi hat gesagt, ganz ehrlich, die Eintracht wird dieses Spiel gewinnen. Wir gewinnen dieses Spiel. Wir gewinnen dieses Spiel. Wir gewinnen dieses Spiel am Sonntag. Okay. Wir gewinnen dieses Spiel am Sonntag. Erstens, wir spielen in diesen krassen, und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt Eintracht oder aus Frankfurt, weil wir sowieso die geilsten sind oder smarte Typen sind oder alles. Nein. Mir fliegt gerade alles einfach in meinen Mund. Egal. Wir gewinnen dieses Spiel. Unsere 125 Jahre Trikots, wir haben Geburtstag. Happy Birthday, Eintracht Frankfurt. Ich finde die Schriftart gefällt mir überhaupt nicht. Ja, du kannst das nicht lesen. Ich finde die Front, nee, Quatsch, ich finde die Front super. Das ist ja die Gründungsurkunde, oder? Ja, das ist die Gründungsurkunde. Erste Frankfurter Fußballclub Viktoria. Und das ist sensationell. Das ist alles gut, alles super. Aber ich finde, dass, also die Rückenschriftart gefällt mir nicht, keine Ahnung. Ja, ist halt aus Gold, weißt du, so ja, Gold. Darum einfach geht's doch. Ach, egal. Wir sind
Es muss mir ja auch nicht gefallen. Ich muss das Trikot eben, nicht kaufen. Eben, es muss den... Axel, eure Karnevalstrikots haben mir nie gefallen. Mir so, auch nicht. Eure Special-Karnevaltrikots. Mir auch nicht. Die Eintracht hat am Sonntag Geburtstag, feiert 125-Jähriges und wir wämsen die Hoffenheimer. Dürft ihr eine Choreografie abhalten? Oder hat die Feuerwehr gesagt, nee, hiermit nicht? Das, was die Feuerwehr gesagt hat, ist, glaube ich, nie so richtig durchgedrungen. Ah, okay. Wie gesagt, dieses Spiel gewinnen wir. Und ich habe auch das ein oder andere Mal gesagt, wir brauchen vielleicht tatsächlich einen Moment, der einfach so komplett Banane ist. Das war tatsächlich dieses 1-0 in Heidenheim. Ich will auch gar nicht, ehrlich gesagt, so in dieses Spiel reingehen. Fakt ist, ich bin zu 1.000.000% sicher, dass wir dieses Spiel am Sonntag gewinnen. Gut. Das Stadion wird heiß sein, es wird geiles Wetter sein, Sunshine. Wie gesagt, 125 Jahre Geburtstag, die Trikots, Skiri ist wieder da, Larsson ist wieder da und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der jetzt die Woche mal ein bisschen Zeit hatte, nachzudenken, dass er den Mario auch wieder reinwirft, weil diese Machtspielchen und Machtdemonstration, Bruder, das geht nicht in Frankfurt, wir sind hier eine Eintracht und deswegen bin ich da felsenfest überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Dann tragen wir das so ein. Also, unser Tipp der Woche für diese Woche ist, die Eintracht gewinnt zu Hause beim 125-Jahres-Spiel gegen Hoffenheim und setzt sich damit ein wenig ab von der Konkurrenz im Kampf um die internationalen Plätze. Wer von internationalen Plätzen relativ weit entfernt ist, Stand heute, ist unser dieswöchiger Gastkoch. Denn wir haben mit Marcel Lindenau gesprochen, Freund unserer Sendung und Freund aller Menschen eigentlich, der, naja, wie soll man es sanft ausdrücken, Schalker ist. Und das mit Leib und Seele. Jetzt hat Schalke letzte Woche den Spitzenreiter der zweiten Liga, den FC St. Pauli, mit 3-1 nach Hause geschickt. Und Marcel ist gut gelaunt. Und dann haben wir ihn gefragt, sprich uns doch mal bitte ein, was du denkst, was Schalke am kommenden Wochenende gegen Paderborn leistet. Und dann hören wir uns das jetzt mal an. Schalke, Schalke, Schalke. Da spielen die so eine grottige Saison und ausgerechnet gegen die Mannschaft der Stunde, den FC St. Pauli, kommt so eine Meisterklasse. Ich habe es live mit eigenen Augen gesehen, ich war im Stadion, in der Arena und da hat einfach alles gepasst. Der Kampf, die Einstellung, die Mannschaft, es war unglaublich. Nun ist es bei Schalke so, traditionell, dass sie, wenn sie ein sehr gutes Spiel gespielt haben, meistens darauf ein sehr schlechtes folgt. Jetzt kommt Paderborn. Und Paderborn ist, man hat das gar nicht so auf der Rechnung, nur 3 Punkte hinterm Relegationsplatz. Allerdings hat Paderborn, und das ist auffällig, als einziges Team von diesen Teams da oben eine negative Torbilanz. Und das wird Schalke zugutekommen. Denn selbst Schalke hat mehr Tore geschossen als Paderborn. Der Vorteil ist, den Schalke jetzt hat, ist, dass sie die Stimmung und die Euphorie mitnehmen können. Sie haben nämlich wieder ein Heimspiel. Es werden wieder 60.000 da sein. Da ist ein Knoten geplatzt. Da ist nur Euphorie da. Die Mannschaft, die hat jetzt gespürt, da geht was. Und ich glaube, da sind jetzt Leute aufgewacht. Und die Fans sind wieder mit im Boot. Und deswegen wird Schalke das auch gegen Paderborn jetzt wieder gut machen. Und sie werden gewinnen. Schalke 2, Paderborn 0. Torschütze, den gebe ich noch oben drauf. Einzeltore wird Keke top machen. Nach seiner Einwechslung gegen St. Pauli hat er sofort ins Spiel gefunden. Der war sofort da, hat sofort gefährliche Sachen kreiert. Und jetzt wird er sich belohnen. Schalke Paderborn 2-0, Torschütze Keke top. Also, in diesem Sinne, Glück auf und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ich wünsche ihm alles, alles, alles Gute. Ernsthaft. Ich hab geschrieben, als er es mir geschickt hat, habe ich gesagt, Junge, ich hoffe, dass das so kommt. Ich wünsche es dir und euch. Ich
tue mich halt schwer, wenn es darum geht, Schalke, Euphorie, das jetzt irgendwie zu bewerten, nachdem die was sind aber alle gerade aktuell so ja, drauf. Aber ein Arbeitskollege von mir auch, der kam mit geballter Faust auf den Parkplatz, hast du gesehen hier, wie wir, schöne Grüße an dich, mein Bruder, aber ich hab dir auch direkt gesagt, ey, tranquilo, das ist sowas passiert, aus Versehen. Ich wünsche es ihnen wirklich sehr. Ich würde auch hoffen, dass Schalke auf jeden Fall in der Liga bleibt. Ja, das muss das passieren. Ein das reines nicht. Desaster, ne? Ja, das geht ja nicht anders, wirklich. Das muss passieren. Aber gut, wir drücken unserem Gastkoch und damit natürlich auch dem FC Schalke 04 die Daumen. 2-0 ist der Tipp vom Marcel, Torschütze Keke Top. Und so optimistisch machen wir doch gerne weiter die ganze Sendung. Morgens 9:30 in Deutschland. Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünferquote auf Schalke gegen Hannover. Siebener Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin, Pitschko Jedna. Ist euch was aufgefallen? Jetzt gerade? Ja, das hast klang relativ... Remix? Nee. Nee. Du verarschst uns mal, hä? Nee, ich verarsch euch nicht. Was tippt der? Der tippt auf Schalke, der tippt auf den FC und der tippt auf Frankfurt. Guck mal hier. Genau. Guck mal hier. Guck mal hier. Und jetzt kommen wir zum Straßenschein. Ja. Guck mal hier, so wie wir. Und jetzt kommen wir zu meinem Tipp. Pitschkaje Matarina. Erzähl, ich bin sehr gespannt. Ich sage... Der FC gewinnt am Samstag um 15.30 Uhr bei den Eschecks aus Gladbach. Ja. Eine schöne 440er-Quote variiert. Die Quoten könnt ihr bei unseren Freunden, bei den Wettfreunden könnt ihr die Quote nochmal checken und die beste Quote euch raussuchen. Der FC gewinnt in Gladbach. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich hoffe tatsächlich, dass der FC die Mainzer hinter sich lässt. Das hoffe ich auch, ehrlich gesagt. Das wäre wichtig. Und wie gesagt, mit einer 440er-Quote seid ihr gut bedient. Und Gladbach, warum nicht Degas? Ja, warum nicht, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich meine, Gladbach spielt auch eine Scheißsaison, wenn man ehrlich ist. Und die Sache ist, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir können das Spiel ja tatsächlich wie ein Pokalspiel angehen. Wir können das Spiel angehen wie das Spiel gegen euch. Sache ist, es wird personell gerade nicht besser, ne? Jan Thielmann ist jetzt gesperrt nach seiner roten Karte. Lubitschek ist gesperrt nach seiner fünften gelben Karte. Jetzt hat sich Justin Diehl noch verletzt. Unser einziger... Ja, Justin Bieber. Einzige Stürmer, den wir eigentlich noch haben, weil ich meine, der Rest ist halt eher nominell im Sturm und sonst nicht viel. Also es wird personell nicht besser, aber ja, wenn du das sagst, Hadi, wenn die du Kategorie sagst, Straßenschein rettet den FC. Ja, gerne. Ich sag's euch. Gerne. Dann jede Woche euch. Jetzt. Ich sag's euch, vor allem diese Woche und vor allem nächster Spieltag. Abends, Müngersdorf. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Fakt ist, nimmt Sieg Köln mit, weil Köln hat nichts zu verlieren. Gladbach, ja, deswegen. Und, ja, Gladbach kann es sich eigentlich nicht leisten, gegen uns zu verlieren. Dann wird du sagst gefühlt, jede Woche erzählst du irgendwelche Namen von irgendwelchen Spielern bei euch, die ausfallen. Ja, ist halt so. So, jede Woche passiert was Neues, deswegen lassen wir es einfach so stehen und hoffen wir, dass Köln Mainz hinter sich lässt
weil die Mainzer spielen ja in München, die haben ja jetzt neues Selbstbewusstsein getankt, die Münchner, und wow, yo. Sind wir gespannt. Also, unser Straßenschein hat jetzt gesagt, der FC gewinnt auswärts am Bökelberg in Gladbach, und wir bewegen uns hier in einem hohen Viererbereich. Hat jetzt schon angesprochen, wenn ihr euch über die Quotenunterschiede informieren wollt, dann ist wettfreunde.net hier euer erster Anlaufpunkt, genauso wie für weiteren Content, der über die Woche auf dem YouTube-Kanal von wettfreunde.net ausgespielt wird. Da könnt ihr unter anderem natürlich auch Peter Neurohr hören, der noch einmal zurückblickt auf den letzten Bundesligaspieltag diese Woche. Es gibt neue Formate jeden Tag, und manchmal ist auch der Basti da und macht eine Reaction, und manchmal schicke ich auch freitags noch was rum und gebe noch einen Zusatztipp. Also, abonniert den Kanal und automatisiert die Glocke. Nee, wie heißt das denn? Aktiviert die Glocke. Damit aktiviert euch, die Glocke, folgt dem Channel. Damit euch kein Content entgeht. Und was euch natürlich auch nicht entgeht, ist wie jede Woche unsere abschließende Kategorie mit euch zusammen, liebe Wettigel, nämlich vier Köpfe und keine Meinung. Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Wir haben 100 Leute gefragt. Alles okay? Frage ich dich, Basti, alles okay? Ja, soweit bei euch. Was haben wir den Hörern gegeben? Natürlich. Top-Spiel. Wir haben ja jetzt ausführlich über die Attraktivität der Bundesliga gesprochen, und in dem Spiel zeigt sie sich. Der kommende deutsche Meister spielt gegen den VfL Wolfsburg, der aus ganz wenig Geld immer sehr, sehr viel macht. Was glaubt ihr, wie eindeutig haben die Leute auf Leverkusen getippt? 85%. Ich sag 70%. Tatsächlich. Wie viel? Ja, 75. 75, okay. 75% gehen davon aus, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnt. Was dazu führen wird, dass auch langsam ich anfangen muss, mich damit zu beschäftigen, dass es passieren kann. Die Zeit wird ja knapp, noch, ne? Ich bin ja noch in der Skeptikerphase. Nein, ja, du bist in der Verleugnungsphase. Ja, genau. Ich bin auch Leverkusen-Leugner. Ja. Aber es könnte natürlich sein, dass nach dem Spiel auch ich irgendwann zugeben muss. Ja, ist ja gut, ja, recht. Ich bin ehrlich, ich weiß, dass es wahrscheinlich passiert, aber ich sehe das noch nicht. Vielleicht verdrängt. Ich sehe das auch tatsächlich noch nicht. Ich habe diese bildliche Vorstellung noch nicht. Ja. Ich habe diese bildliche Vorstellung noch nicht, wie dort, wer ist denn der Kapitän? Jonathan Tah, das Ding in den, diese Schale in den Himmel. Simon Rolfes. Ulf Kirsten und Seroberto da irgendwie plötzlich da die Schale reintragen und Rainer Kallmund auch plötzlich wieder für diesen Spieltag Präsident ist. Ich sehe das noch nicht. Selbst hier der Vater von unserem Trainer wird wahrscheinlich da sein. Ich sehe das noch nicht. Ich habe diese bildliche Vorstellung noch nicht. Genauso wie beim Euroleague-Finale von der Eintracht gewesen. Selbst nach Abpfiff habe ich es nicht gesehen. Erst als die mit diesen Werbebanden da reingelaufen sind, das sah für mich aus wie FIFA, wie PlayStation. Und da habe ich es erst realisiert. Aber nichtsdestotrotz habe ich mein Tipp. Ein ehrenloser Vergleich, Alter. Ja, ich weiß. Es geht lediglich nur um diese bildliche Vorstellung. Konntest du es glauben, dass wir die Euroleague gewinnen? Natürlich nicht, aber das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun, ob Leverkusen Meister wird oder nicht. Das eine ist was anderes als das andere. Ja, hast recht, scheiß drauf. Fakt ist, also, ich habe da was einzuwenden bei dem Tipp von den Zuhörern. Mein Tipp ist, das ist ein 3,5-Spiel. 4 Tore fallen auf jeden Fall in diesem Spiel. Und außerdem... Wolfsburg in Leverkusen, Leverkusen gegen Wolfsburg. Am Ende des Tages ist der Bratenico da. Und Basti, wir sehen es noch nicht.
Und Kovac hat wahrscheinlich auch abturnt so ein bisschen und vielleicht kann da ja was passieren. Vorsichtig ausgedrückt. 3,5 ist mein Tipp für vier Köpfe. Okay. Das gleiches Spiel. Also du sagst gleiches Spiel. Okay, genau. Alles klar. Gut. Ich bleibe am Sonntag und sage, dass um 15.30 Uhr der VfL Bochum gegen Freiburg gewinnen wird, weil Bochum irgendwie trotzdem alles sehr ernst nimmt diese Saison. Also für mich sind die mit diejenigen, die gecheckt haben, dass selbst ein Verein wie sie, wenn sie sich konzentrieren und das alles annehmen und ernst nehmen, locker in der Bundesliga bleiben. Und Freiburg wird nach dem Europapokal spielen. Also von daher glaube ich, dass Bochum da griffiger und frischer sein wird. Lustigerweise sehen die meisten Bookies das ähnlich. Das hat mich ein bisschen überrascht. Könnt ihr mal auf wettfreunde.net gehen, die Quoten ja vergleichen, aber die bewegen sich hier so um 2,3, 2,4 Bereich. Heute Abend und Freiburg noch in West Ham, ne? So, genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch das, was die Bookies mit eingerechnet haben, ja, indem sie Freiburg eine Dreierquote gegeben haben. Ich glaube schon, dass Freiburg nach dem Europapokal, ich kenne es ja von Eintracht, nicht in der kompletten emotionalen Verfassung sein wird, diesen Kampf, den du dann in Bochum liefern müsstest, anzunehmen. Und dafür ist die Personaldecke dann bei Freiburg auch noch zu dünn. Also ich glaube schon, dass die viel in dieses Europapokalspiel reinwerfen werden und dadurch dann in Bochum verlieren. Also wir hätten ja jetzt eigentlich, ne, wenn wir das gedribbelt hätten, hätten wir heute Abend das Spiel gegen Fenner. Ja, aber Es kütt wie es kütt, richtig. Und dann fehlt noch mein Tipp für vier Köpfe. Ich sag, Bremen gewinnt am Samstagabend das Topspiel um 18.30 Uhr gegen Dortmund. Doppelpack Patrick Weiser, weil ich es geträumt habe. Fragt nicht warum. Das war wahrscheinlich ein sehr wilder Traum, dass der in deinem Traum Patrick Weiser heißt. Ich wollte es gerade sagen. Mitchell Weiser. Patrick war der Vater. Ja. Ich meine, die sehen ja gleich aus. Was ein geiler Traum. Was ein geiler Traum, Alter. Patrick ich sag doch, ich Weiser paar Tage spielt bei Werder Bremen und. Nee, es war schon Mitchell Weiser. Ich habe mich nur versprochen. Okay. Aber guck mal, so wie wir das jetzt hier wirklich aufgebaut haben, wäre das der perfekte Spieltag für die Eintracht. Freiburg verliert in Bochum, Dortmund verliert, Hoffenheim verliert. Tja, ja, gucken wir mal. Nächste Woche sind wir schlauer. Nächste Woche übrigens, richtet euch schon mal darauf ein, liebe Wettigel, der letzte Bundesliga-Spieltag vor der ersten Länderspielpause. Da sind wir alle schon aufgeregt, dass ja bald endlich wieder Länderspiele anstehen. Aber noch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Wettbrötchen. Ich wollte noch mal. Ja. Dürfte ich noch mal? 4.9. Ja, 4.9. In der Käse. Ja, sehr guter Hinweis. 93 live mit Friends and Family. Nee, am 4.9. ist das Wettbrötchen live. Ja, was habe ich denn gesagt? 93 live. Ach, ich habe 93 live gesagt, Entschuldigung. 93 Wettbrötchen, wir sind Brüder. Ja, stimmt, das ist ja ist eine Bande. Ja, ich war noch nie zu Gast bei 93. Randnotiz. Wird sich ändern. Brothers. Wir haben schon einen Enzo da. Schon, ja, ja, stimmt. Ja. Ah, ich habe den Stich schon wieder gespürt. Gut, Freunde. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert die Kanäle von wettfreunde.net. Bleibt uns auch treu und nächste Woche Donnerstag hören wir uns dann wieder hier im Wettbrötchen. Guck, wenn ich mich konzentriere, geht's. Ciao. Weiser 93. Wow. Ciao, ciao. Arrivi Ding Dong.